Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge von Alone in the Dark. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch jetzt gute Unterhaltung und viel Spaß. So, wir haben die drei Medaillons aus der Gruft entwenden können und wurden von einer Horde von Zombies angegriffen. Wir haben es dennoch geschafft und jetzt bin ich gespannt, was uns erwartet. Viel Spaß. Munition, glaube ich, haben wir nicht mehr so dolle. Uah. Okay, jetzt weiß ich natürlich nicht, wo was eingesetzt wird, aber... Ach nee, wir müssen es ja erst wieder drehen. Okay, aber warte mal, wo hatten wir denn... Ah, ach Gott, ach Gott, warte mal, haben wir da eine Notiz? Moment, wir gucken mal eben, ob wir da eine Notiz haben. Das kann so nicht stimmen. Nee, das ist mir klar. Nee. Okay, nee, wir haben keine Notiz. Nee. Okay, also. Wahrscheinlich müssen die Dinger... ineinander greifen. Nee, stimmt schon mal nicht. Okay, warte mal. Machen wir mal. Ah, das kann ich bloß mit dem tauschen. Ach so, mit dem anderen nicht. Der muss, glaube ich, oben sein. Bitte, nicht anfassen. Jeremy, was machen Sie hier? Alle suchen nach Ihnen. Ich weiß, es ist alles so ein Chaos. Niemand versteht es. Ich will doch nur das Böse fernhalten. Nur noch ein bisschen länger. Sie müssen mit mir zurückkommen. Ihre Nichte wartet in The Shadow. Emily? Warum ist sie... Mein Brief. Ich mache es nur noch schlimmer. Was geht hier vor, Jeremy? Wie kann das alles passieren? Ich habe jemandem etwas Schreckliches versprochen. Der Schattenmann. Wer ist er? Nein, 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 sagen Sie nicht den Namen. Er kann uns hören. Er belauscht uns ständig. Jeremy, ich muss verstehen, was hier vor sich geht. Ich habe ihm alles versprochen. Wenn die Sonne aufgeht, werde ich für die Ewigkeit in seinem versunkenen Wüstentempel angekettet werden.
Aber wenigstens wird das Böse, das in Dersetto erwacht, niemandem außerhalb dieses verfluchten Orts schaden. Sie reden Unsinn, Jeremy. Ich will Ihnen helfen. Sie können gar nichts tun. Was soll dann all das mit Haroeia? Warum wollten Sie dorthin? Ich kann da nicht hin. Ich darf nicht. Aber Sie wollten dorthin. Kann ich hin? Reden Sie. Kann ich so diesen Pakt brechen, Ihr Versprechen? Gibt es dort was, das helfen kann? Warum machen Sie mir Hoffnung? Das ist grausam. Okay. Offenbar sind wir etwas auf der Spur. Was sollte ich... Achtung! Hinter Ihnen! Rennen Sie! Er darf Sie nicht kriegen! Oh. Oh, Mann. Mein Ein und Alles. Ich habe in der letzten Zeit so viele seltsame Vorkommnisse gesehen. Erinnerungen drängen sich in die Realität und brennen dann aus wie müde Glühdrähte in elektrischen Lampen. Traumlandschaften stürzen von den Sternen herab und versinken im Meer. Türen, die ins Nirgendwo führen und zugleich überall hin. Bei all dieser Träumerei wollte ich daran glauben, dass es eine Chance gäbe, dass du einen Weg finden könntest, am Leben zu bleiben. Einen Weg, den ich nicht sehen kann. Genau wie ich gelernt habe, mit meinem Talisman zu navigieren, kanntest du vielleicht mit all deinem Wissen einen Weg. Einen Weg, mich wiederzufinden. Vielleicht in Taroea. In Liebe, Jeremy. Okay. Kofferschlüssel. Ah, Kofferschlüssel, sehr gut. Das war ja in Jeremys Zimmer, der Koffer. Sie ist tot. Und egal, wie sie gestorben ist, jetzt sieht sie friedlich aus. Okay, dann schauen wir mal zu dem Koffer. Oh ja, ist ja gleich hier. Ja, perfekt. Ach nee. Moment. Nee, hier ist das Zimmer. Die Barlauflinse. Ja, cool. Dann können wir jetzt uns das Teleskop angucken. Sehr schön. Um die Vergrößerung zu erhöhen. Okay. Eine so. Teleskoplinse? Ja. Warum sollte er das wegschließen? Okay, dann gucken wir mal kurz. Jeremy hatte einen Weg nach Taroea gefunden, aber es war ihm nicht gestattet, dorthin zu gehen. Tief in seinem Innersten wusste er, dass es für ihn unmöglich war, die Schwelle zu überschreiten. Stattdessen hoffte er, dass Perosi an seiner Stelle gehen und seine Bibliothek niederbrennen würde, damit er von vorne beginnen konnte. Aber sie hatte nie die Chance dazu gehabt. Perosi hatte ihre eigenen Probleme, ihre eigenen Dämonen gehabt und starb eines Tages ohne Vorwarnung. Mit der Linse des Teleskops in der Hand hegte Detective Carnby einen Verdacht, worum es sich handeln könnte. Zumindest einen Teil des Schlüssels zu dem Paradies, das Jeremy so dringend erreichen wollte. Er war neugierig, was er finden würde, und wollte so bald als möglich die Linse zum Einsatz bringen. Mhm. Okay. Wir müssen... hierhin. Genau, das ist jetzt lösbar. Erster Stock. In die Bibliothek. Von der Dienertreppe. Okay.
So, okay, jetzt müssen wir da das irgendwie einstellen. Mal gucken. Was haben wir denn da? Was haben wir da? Maus. Zoom und Fokus anpassen. Ah, okay. Was heißt das? Ah, Maus. Ah, so geht's auch. Oh. Oh, schon mal's geschafft. Wir sind gut. Wow. Es werde Licht. Oh, was haben wir denn hier? Moment, also das hier kommt hier hin. Ach, wir müssen das jetzt nachbauen, glaube ich. Ist Sternenbild. So. Okay. 941. Wow, was passiert hier? Er stellt etwas ein, ganz von allein. Und er zeigt den Weg zu einer anderen Erinnerung. Wo ist das? Eine weitere Welt, die nach De Cedo hineinsickerte. War dies ein Vorgeschmack auf das mysteriöse Taroea? Speisezimmer öffnen wird, okay. Speisezimmer. Ja, Esszimmer halt, oder? Da, wo wir den unliebsamen Kontakt hatten mit der Köchin. Nee, Moment. Speisezimmer, Speisekammer? Komme ich doch gar nicht rein? Küche? Doch, ich komme schon rein. Nee, ich komme nicht rein. Lottis Zimmer ist auch irgendwas noch nicht komplett erkundet. Komme ich denn ins Speisezimmer? Wohnzimmer. Hä? Komm ich denn jetzt dahin? Ach so, warte mal, wir können. Nee, können wir nicht. Vom großen Saloon? Doch, vom großen Saloon kämen wir doch schon in das Esszimmer, oder? Großer Saloon. Kommen wir denn da nochmal hin?
Feusch. Komplett feusch. Warte mal, wie war denn das jetzt nochmal? Ich bin gar nicht so falsch. Wir müssen hier hoch. Aha. Ach, mehr von dieser aggressiven Fäulnis. Da ist was beim Kamin. Hinweis. Über die Allgegenwärtigkeit des Bösen. Dort findet sich Tugend und Fahrlässigkeit. Gedanken voll lichter Gleichgültigkeit. Doch suche die Schuld nicht bei Urzeitgetier, das einst wir waren. Nein, suche sie hier. Auch nicht bei den Bösen, die Sünden begehen. Ihr seid nun jene, die grinsend dort stehen. Bedeutungslos ist, was wir Gutes tun, worauf unser Stolz und Hoffnungen ruhen. Einsam und lichtlos, das Truglicht ist Schein. Propheten des Stolzes stürzen, allein. Hört mich und wisset, gezeichnet sind wir. Allein in der Finsternis. Moment, aber was müssen wir denn jetzt hier machen? Oh, Kapitel 3. Cool. Sie haben es hergeschafft. Ich hatte Zweifel, aber die Hoffnung, die Sie mir gaben, lebt noch. Ich schätze, das hier ist Haroeia. Wer sind Sie? Mein Name ist Juan Luis Roche und dies ist wirklich der Konvent von Taroeia. Sie müssen entschuldigen, aber Jeremy kannte Ihren Namen nicht. Ich heiße Edward Cornby, ich bin Privatermittler. Sie sind kein Patient, oder? Nein. Ich bin der Autor eines Buchs, das Jeremy einst wichtig war. Wie geht das? Sind Sie auch Teil seiner Erinnerung? Ist das eine Erinnerung? Ich bin wohl eher eine Manifestation von Jeremys Unterbewusstsein. Genau wie der Konvent von Taroeia. Ich habe Jeremy nie getroffen. Und wir sind an einem Ort, den er nie besucht hat. Na schön. Und Sie sind hier, um mich anzuleiten? Ich habe eine klare Bestimmung. Ich bin einfach. Aber ich helfe natürlich gerne, wenn ich kann. Wenn Sie bereits irgendwie ein Teil von Jeremy sind, warum wollte er dann herkommen? Ist er dann nicht schon hier?
Jeremy wollte herkommen, weil es ein Abbild seines Geistes ohne Störung ist. Wenn Dr. Gray ihn während der Sitzungen bittet, seinen Fokus zu finden, stellt er sich diesen abgelegenen Konvent vor. Er ist davon überzeugt, dass er, könnte er wirklich herkommen, perfekte Gelassenheit finden würde. Eine spirituelle Vergöttlichung. Sie glauben nicht dran. Jeremy weiß unterbewusst, dass es nur ein Wunsch ist. Er kann nicht herkommen. Trotz der Pfade, die der Schattenmann zwischen Terfetto und Jeremys Geist geschaffen hat, ist es einfach unmöglich. Aber ich bin hier. So ist es. Schade, dass es für Sie nichts Besonderes ist, Detective. Andernfalls hätten Sie ein Buddha werden können. Manche von uns spielen eben immer nur die zweite Geige. Nicht wahr? Ja, so ist es wohl. Sie werden die Erleuchtung andernorts suchen müssen. Und was mache ich stattdessen? Was kann ich hier tun? Sie sollten in die Konventsbibliothek und dort nach der Wahrheit hinter dem Pakt zwischen Jeremy und dem Schattenmann suchen. Es gehört zu den Dingen, die er unterdrückt und nicht klar sehen kann. Kann ich damit den Pakt brechen? Vielleicht. Zumindest können Sie Jeremy damit konfrontieren. Moment. Warum sagen Sie es mir nicht? Solche Dinge weiß ich nicht. Sie müssten wohl eher die Texte von Dr. Freud lesen, wenn Sie das verstehen wollen. Nein, danke. Psychiater sind nichts für mich. Sie sollten noch etwas über die Bibliothek wissen. Er ist ebenfalls hier. Der Schattenmann studiert all die Texte hier seit langer, langer Zeit. Er ist hier? Wie soll ich an ihm vorbeikommen? Mit Vorsicht, Detective. Oh Mann, fantastisch. Okay. Meine Lieben, dann machen wir hier jetzt Schluss und in der nächsten Folge starten wir ganz frisch durch bei Kapitel 3. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich freue mich sehr auf ein Wiedersehen mit euch. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.